Bringt die Medaillons zur Lootgrotte, wir treffen uns dort. An den Docks am Ende der Kaverne sind immer ein paar Boote. Nehmt, was da ist und rödelt nicht. Da seid ihr ja, Hübsche. Habt ihr die Medaillons gefunden? Lasst es Valisea wissen. Ach, ich kann es kaum erwarten, hier herauszukommen. Der Orden der Emporstrebenden muss sich für vieles verantworten. Bitte sagt mir, dass ihr die Medaillons gefunden habt. Ja, ich denke aber mal nach dem Event. Im Moment ist ja Sonnenwendfest, da hast du ja auch einen Level-Boost. Damit sich das nicht stackt. Wäre natürlich schön, wenn sich das stackt. Aber nee. Ich denke mal, danach kommt er. Aber ich habe die Schriftrolle. Lasst mich einmal sehen. Da ist wieder diese emporstrebende Verfechterin. Fürstin Arabelle wird davon erfahren wollen. Doch ich kenne diesen Ort. Die Sarelot-Grotte. Und wo ist die? Sie liegt auf Wardenfell. Aber sie hatten leider nicht erwähnt, wo genau in der Grotte sie die Medaillons hingebracht haben. Ich glaube, ich habe etwas, was euch dabei helfen könnte. Hier, nehmt diese Muschel. Eine Muschel? Es ist nicht nur eine Muschel. Ich habe sie mit derselben Magie wie die Medaillons verzaubert. Wenn ihr euch auf die Muschel konzentriert, leuchten die Medaillons kurz auf. Hier, ich markiere die Grotte auf eurer Karte. Und die in der Schriftrolle erwähnten Boote sollten in der Nähe sein. Alles klar. Na dann. Ah ne, das ist noch ein Spieler. Der ist einfach nur durchgerannt wahrscheinlich. Wardenfell. Flusstroll. Wo soll denn hin? Trefft euch mit Jakan. Bin ich hier eigentlich? Ach, da bin ich. Thank you.
Komme ich denn jetzt da hoch? Fahr mal rundherum. Passt auf, nicht im Schlick stecken bleiben. Ich habe fast einen Stiefel verloren. Ein Buch. Spaß und Profit mit Quamer Bergbau. Ah, okay. So. Ich würde aber, bevor ich jetzt weitermache, einmal ganz kurz auf Toilette. Ich bin sofort wieder da. Kleinen Moment, meine Lieben. Da ist wieder. Lass uns mal eben hier mal ein bisschen über die Tasche aufräumen. Weil das passiert null. Gibt es, wir das mal wegpacken. Was wir nicht brauchen. Tische aufräumen. So. Wo haben wir es? Das habe ich noch nicht. Das habe ich auch noch nicht. So. Jawohl. Willkommen am Hintertal des Nirgendwos. Dies ist der Ort, den Valisea mir beschrieben hat. Der Eingang zur Sarelot-Port. Die 5 Medaillons müssen irgendwo dort drin sein. Wir müssen uns beeilen und sie zurückholen. Ihr habt noch diese Muschel, die Valisea euch gab, oder? Ja. Gut, das wird uns helfen, die Medaillons zu finden, sobald wir hineingelangt sind.
Weil es her sagte, die Medaillons leuchten, wenn man sich auf die Muschel konzentriert. Ich vermute, der Orden der Emporstrebenden wird es uns nicht leicht machen. Das tun Bösewichte nie. Was wird uns erwarten? Das lässt sich nicht sagen. Doch wenn wir die emporstrebende Verfechterin treffen, wird sie dafür bezahlen, die wunderschöne Valisea gefesselt zu haben. Solche Übergriffigkeiten sind nur angebracht, wenn beide Seiten daran Interesse haben. Denkt auf jeden Fall daran. Unser vorrangigstes Ziel ist es, diese 5 Medaillons zurückzubekommen. Alles klar. Na dann mal rein in die Grotte. Grottenqualle. Benutzt die Muschel und seht, ob sich ein Medaillon in der Nähe befindet. Ich sehe da drüben etwas. Ja, ich auch. Aber erstmal muss ich mich um den hier kümmern. Was war denn sonst noch hier so? Ich halte euch den Rücken frei. Ja, ja. Ich glaube ja auch, dass du mit den Rücken frei hältst. Ich sehe da drüben etwas. Valisea ist ebenso brillant wie schön. Die Muschel zeigt Wirkung. Ja, komm. Nun lasst uns die anderen finden. Machen wir. Ah, dieses Ding hier. Ich hätte vielleicht mal meine Waffe aufladen sollen. Wolltest du mir nicht den Rücken frei halten? Und sie hat schon wieder die Waffe vergessen. Ihr schafft das, oder? Ich gebe mir Mühe. Setzt wieder die Muschel ein. Hier könnte etwas sein. Da ist eines. Nehmen wir die Kiste da, ne? Verzeichnen hätte ich auch ohne die Muschel gesehen. Halt mich! Ja.
Mal kurz gucken. Ach, ihr beiden. Ich denke, wir haben wir jetzt gefüllt. Verwendet wieder die Muschel und haltet die Augen nach etwas Leuchtendem offen. Oh, ey, komm. War hier irgendwas? Nope. Ich sehe da drüben etwas. Ja, ich auch. Ihr schafft das. Doch ich bin hier, wenn ihr braucht. Tat ein bisschen weh. Ein bisschen. Würde ich denn jetzt da? Also hinten wäre auch noch einer, ne? Ja, guck mal gleich. Ihr schafft das. Doch ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ja, das ist aber schön zu wissen. Das ist aber schön zu wissen, dass du da bist. Diese Fliegen, ne? Ich brauche Heilung. Oh. Ich halte euch den Rücken frei. Schnappt sie euch. Hallo, Stab. Nach da hinten. Niemand kann den Ort. Oh! Elaine, moin.
173 ist die Zahl, wie viele Tage das soziale Jahr schon läuft. Ja. Dafür steht das. Jetzt kann ich die Kiste wieder nicht aufmachen. Gehen wir nochmal hier vorne hin. So, dann gehen wir weiter. Schnell, bevor der Respawn ist, wo wir die Krabbe nochmal machen müssen. Ah ne, da kommen wir wieder raus. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Kommen Sie von da? Wir gehen jetzt da lang. Wie geht's dir? Ich hoffe, dich alles gut. Du siehst ja unten in den Panels, habe ich ja das soziale Jahr. Ich habe dieses Jahr, normalerweise wollte ich ja eigentlich keine Charity mehr machen, aber dieses Jahr habe ich halt das so gemacht, dass ich, auch der hat sich geheilt, dass ich halt jeden Monat ein anderes Projekt unterstütze und ja, das sind halt die Tage, wie lange das schon läuft. Und ich habe halt jeden Monat ein anderes Projekt. Und diesen Monat sammeln wir halt für... Ja, GZ. Hier könnte irgendwo ein Medaillon sein. Setz die Muschel ein. Ah, da ist die schleichende Mistwanze. Diesen Monat sammeln wir halt für Horizont. Obdachlose Mütter mit Kindern. Ne? Wenn ihr auf das Bild klickt. Medaillons. Kommt. Ich glaube, ich habe einen Weg hier rausgesehen. Dann kann man sich das alles durchlesen. Es sind auch alle vorigen Projekte mit drin. Kleiner Moment, hier ist gerade Telefon.
Keine Ahnung. Ich versuche zurückzurufen, wird instant aufgelehnt. Vielleicht spricht. Ich hab keine Ahnung. Ich war nicht schnell genug. Und bei mir springt halt auch sehr schnell die Mailbox manchmal an. Manchmal springt die auch direkt an und ich bekomme nicht mal einen Anruf. Oh, keine Ahnung. Muss ich halt warten. Vielleicht spricht er gerade. So. Dylan, wie geht's dir? Alles gut? Nicht wundern, dass Marek nicht dabei ist. Meinst du? Wie gesagt, wenn du in dem Moment, wo du anrufst, wird sofort aufgelegt. Oh nein, jetzt muss ich da rumschleichen. Ich will die Krabbe nicht nochmal machen. Die haben wir ja gerade schon gemacht. Wir haben alle 5 Medaillons wiederbeschafft und wurden Zeugen eines überraschenden Auftritts der rätselhaften, emporstrebenden Verfechterin, von der wir so viel gehört hatten. Ein Glück. Im Moment ist eh so viel, ne? Irgendwelchen Scam-Sachen. Ich kannte jetzt auch die Nummer nicht.